Die Idee, warum dass wir überhaupt das Rettungsschaf mal probieren und die Schafe trainieren, war simpel. Da hat es einen Fall gegeben, wo ein paar Schafe von einem verletzten Wanderer waren und die sind nicht von dem weg. Und man gedacht, das wäre vielleicht jetzt wirklich noch etwas. Herzlich willkommen hier im Trainingscamp der Bergrettung Zermatt. Wir haben jetzt gerade den ersten Schaf trainiert und funktioniert eigentlich relativ gut. Klar sind sie noch ausbaufähig auf kleine Details und so. Bitte, komm, schau hier. Geh suchen. Geh suchen. Hopp, hopp, hopp. Jetzt haben wir trainiert, dass der Rucksack eigentlich im Stroh. Die Schafe den Rucksack müssen suchen. Alle sagen ja immer, die Schafe sind so dumm. Wir haben in der letzten Woche gesehen, dass das eigentlich relativ intelligente sind. Sie kennen sich hier im Gebirge sehr gut aus. Sie wissen genau, wo sie gehen dürfen, wo sie nicht dürfen gehen. Also sie haben schon so einen gewissen Instinkt. Hier haben wir unsere Schwarznasenschafe, wo die Jungen sind, die jetzt eigentlich schon ausselektioniert werden, ob die gut sind für das Bergrettungsteam oder eher weniger. Je jünger dass wir das Training anfangen, desto mehr Erfolg haben wir mit den Schafen in der Bergrettung. Hier hatten wir jetzt eigentlich das Outfit vom Bergrettungsschaf, die Kopfhörer gegen den Heli. Und danach haben wir hier noch ein kleines Erste-Hilfe-Set. Natürlich hier ist das berühmte GPS. Da drückt man auf den roten Knopf und dann kommt eigentlich dann schon ein paar Minuten später der Gerold mit dem Helikopter. Ah, das ist der Schafalarm. Wenn die Rettungsschafe das wirklich so machen, wie wir das wollen, kann das vielleicht weltweit viel Erfolg haben.